Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Ellerbach Stories Projekt. Und jo, wir machen weiter hier. In der letzten Folge haben wir hier ja unseren Bagger hergefahren, denn wir haben ja den Auftrag von der Stadt her beim Herrn Käufergeld und beim Herrn Müller ein Stück auf ihrem Hof zu betonieren, dass sie da ihre Fahrzeuge abstellen können. Und der Herr Käufergeld ist schon da. Moin. Grüß Gott. Ich wollte mal eben den Bagger vorbeibringen, dass ich den schon mal hier abliefern kann für die Betonierung ihrer Fläche. Ja. Das würde dann morgen früh irgendwann losgehen, ich denke 8, 9 Uhr. Ja, das ist wirklich. Da müssten sie nur noch ihre Maschinen dann wegfahren, dass ich da dann im Bagger hinfahren kann und alles. Ja, mach ich, wenn ich Zeit habe. Jo, okay, weiß ich Bescheid. Tschüss. Tschüss. So, gut, dann. Türe kann man auch wohl aufmachen. Ja gut, dann fahren wir mal den runter. So. Hier. Ah, das ist schon schön, das Baggerchen. Ja, mal gucken. Aufpassen, dass wir den Hund nicht überfahren. Gut, ich würde sagen, wir stellen den Bagger erstmal hier hin. Gut, dann steht er schon mal da, dann können wir uns wieder zurückfahren. Wir müssen ja nochmal zur Stadt bzw. zur Polizei. Die hatten uns ja angerufen, irgendwo wurde ein Drescher gefunden. Klingelingeling. Moin, Schröder, Stadt Ellerbach. Grüß Gott, Herr Schröder, hier Polizei Ellerbach. Also hier oben bei Feld 65. Mhm. Wie gesagt, steht der Drescher, wir haben das jetzt eben halt auch markiert, damit man das eben halt sehen kann, würden Sie den Drescher, also da ist ein Maisgebiss davor, da ist auch ein Anhänger mit hinten dran, würden Sie das Fahrzeug hier oben einfach mal bitte abschleppen? Ja, das kann ich abschleppen, ich würde da gleich hochkommen. Ja, wir würden jetzt hier oben wegfahren, sollte nochmal was sein, müssten Sie dann bitte anrufen. Ja, okay, soll das zum Gemeindegebäude? Ja. Ja, stellen wir das, können Sie das hinten bei sich auf dem Hof mitstellen? Ja, kann ich machen. Ja, dann würde ich nämlich sagen, stellen Sie es bitte hinten bei sich auf dem Hof. Die Ausschreibung müssten Sie dann bitte hinterher machen. Okay, ja, mache ich dann. Ob irgendeiner dort das Fahrzeug, es ist nicht irgendwie ersichtlich, wegen das Fahrzeug gehört. Es sind keine Dings, also bevor wir da jetzt irgendwas mit Fingerabdruck machen, und ich glaube, das müssen wir nicht machen. Einfach öffentliche Ausschreibung, dann ist gut. Ja, genau, machen wir dann. Na, und wenn sich dann eben halt keiner meldet, dann muss die Stadt eben halt gucken, dass sie das Fahrzeug versteigern. Ja, versteigern, verkaufen. Genau. Gut, irgendwas wollte ich noch. Ich glaube, der Kollege kommt jetzt gleich zu Ihnen. Okay. Ja, das Fahrzeug müsste irgendwie ein wenig gewartet werden. Oh. Sind Sie gegen die Mauer gefahren oder wie? Wenn es nur eine gewesen wäre. Ah. Ich weiß ja nicht, was er macht, aber vielleicht ist ein tiefes Glas gucken oder so. Ja, aber keine Ahnung. Scheint so. Das war's dann jetzt erstmal. Und wenn das ist, melden Sie sich einfach, ja? Jo, okay, weiß ich Bescheid. Ciao. Tschüss. Gut. So, da ist der Beule. Irgendwer hupt hinter mir umeinander, aber gut. Das müssen wir dann auf dem Stadtgelände machen. Oh, Herr Dose.
Okay, Mo junger Mann. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Jo. Moin. Hallo, Herr Schröder. Hallo, Herr Schröder. Ach, schön, dass Sie gerade da sind. Ich habe ein Problem. Ich habe ja diese kennen, meine Dienstwagen hier. Mhm. Eine Beule reingefahren. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber können Sie sich die Beule mal angucken und mir sagen, wie lange Sie ungefähr brauchen, dass die Beule raus ist, weil wir haben leider sonst kein Ersatzdienstfahrzeug. Ist die vorne links an dem Scheinwerfer oder wie? Ja, da bin ich voll gegengefahren. Ja, neu, vorne neue Frontschürze dran, neues Licht. Ich denke mal, ich muss mal gucken im Lager, ob wir die Teile da hätten. Muss ich mal gucken. Sonst, ich denke, morgen früh werde das wieder fertig. Morgen früh wieder fertig. Hätten Sie denn ein Ersatzfahrzeug für uns? Weil wir haben leider keins bei meinen... Muss das mit Polizei sein oder reicht da auch ein normales Fahrzeug? Nee, es würde auch ein Zivilfahrzeug reichen. Muss nur ein blaues Licht drauf sein oder so. Dass man erkennt, dass es Dienstfahrzeug ist. Ja gut, ich guck mal eben, ob ich ein Fahrzeug organisiere. Lassen Sie mich mal gucken. Müssen Sie mal am Händler gucken, das müsste hinten bei der Werkstatt stehen, da müsste ein Fahrzeug sein. Oh super, dann würde ich mich an den Ersatzfahrzeug da mitnehmen und den dann das Fahrzeug dann da stehen lassen. Ja genau. Können Sie noch kurz mal sagen, wo das mal dann ist, der Händler, wo ich jetzt mal hinfahren muss? Da fahren Sie links raus und da, wo jetzt das Fahrzeug herkommt sozusagen, da fahren Sie dann links hin und ja, da vorne ist es dann schon, das sieht man eigentlich. Super, alles klar. Und Herr Schröder, bevor ich es vergesse, wir haben vorhin kurz noch eine Probe entnommen. Wer kriegt eigentlich die Probe? Das Gesundheitsamt, das Bauamt oder kann ich Ihnen das direkt mitgeben? Und die geben das Bauamt, denke ich. Die können Sie mir aber auch geben. Ja, würde ich sagen, gebe ich Ihnen die, dass wir die Probe dann schon mal haben. Ja gut, dann geben Sie mir die, dann gucke ich, was da rauskommt. Jo, so, dann gebe ich die ab und dann passt das. Gut, um irgendein Dienstfahrzeug, wenn er wieder heil ist, können Sie uns ja dann anrufen. Jo, mache ich. Super, alles klar, danke. Jo, tschüss. Tschüss. Gut, dann fahren wir weiter. Wir müssen eben mal gucken, dass wir dieses andere Fahrzeug holen jetzt von Feld 65, das da gewesen sein soll. Ich würde sagen, wir laufen da mal eben hin. Moin, Schröder. Moin. Moin. Alles klar bei dir? Oh ja, soweit schon, viel zu tun. Oh wei, oh wei. Ich hab schon gedacht, was ist denn mit dir los? Von dir hört man nichts und so, weißt du? Ja, ich wäre gerne zu dir hochgekommen, irgendwie zur Zeit. Ja, ich hab's mir gedacht, mit diesen zwei Sachen da, dass du da 50 da bist, 50 da bist und so, hab ich auch gedacht, das kann nur in die Hose gehen eigentlich. Ist der Praktikant eigentlich noch da? Nein, hier ist kein, ich bin komplett alleine. Okay, ich dachte, der wollte Praktikum machen. Tja, Praktikum wohl. Ich bin sehr überrascht, dass er halt gar nicht hier ist, weißt du? Das ist ja komisch. Ich hab jetzt schon, hab schon gekalkt, das eine Feld hier, die 10. Heißt, bin jetzt schon wieder am Pflügen, oder? Ja, ich hätte dir gerne geholfen, muss ich wirklich sagen. Ich. Kein Problem, weißt du, von daher passt. Ich hab da so einen Brief bekommen, ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast vom Bürgermeister wohl. Da sollte ein Brief rausgegangen sein wegen Feuerwehr, Winterdienst und so und Steuern. Ja, so Winterdienst, das wäre ja eigentlich bei uns eigentlich, wir hätten ja die Zeit dafür, weißt du, dachte ich, ne? Komm, muss mal an und so. Mal gucken, was der dann hält. Kann man bestimmt machen, also man muss sich einfach, glaube ich, beim Bürgermeister melden, dann kannst du gerne machen. Weil für Zwischendeutsch ist eigentlich ganz gut, weißt du, ich habe aber eh nichts mehr zu tun, ich habe jetzt noch die Sojabohnen, dann vielleicht noch Gras noch einmal, dann war's das eigentlich. Ja, dann melde dich doch einfach, ja, weil wenn du eh Zeit hast, dann passt das ja. Ja, klar. Du weißt ja, was wir in der Fläche haben, die zwei sind schon abgeerntet, jetzt haben wir noch Mais und Soja. Was mir einfällt, den Mais, den müssen wir auch mal melden irgendwie.
ob den jemand haben will. Ja, ich mach den mal in Bots Farm, ja, ich mal rein, vielleicht hat er ein Interesse oder so, sonst mach mal einfach Silage auch drauf. Also. Ja, genau, mach einfach mal, schreib mal was rein, ob irgendwer das hat oder haben will, vielleicht ja, Maschinenring vielleicht oder so. BGA vielleicht, die wären bestimmt richtig geil drauf irgendwie, weißt du? Ja, genau. Wohl, warte mal, wenn du dich eh beim Bürgermeister mit dem Winterdienst melden willst, dann kannst du ja gleich eigentlich da auch weiter anrufen, sag ich mal. Der Herr Müller ist sowohl Bürgermeister, sowohl auch BGA. Dann kannst du dem ja gleich fragen, ob er das haben will. Ach so, okay, wusste ich jetzt gar nicht, cool. Nee, dann passt, dann rufe ich da demnächst mal an. Ja, genau, also, ruf da einfach mal an. Ja, genau. Deswegen ist eigentlich ganz cool so für zwischendurch und sowas alles, also. Ja, Schlepper haben wir ja. Ich muss nur noch düngen, säen, ja, Gras muss ich nochmal düngen. Genau, die Graswiesen nochmal düngen, dass wir da auf jeden Fall nochmal mähen können. Genau, wird mal einfach Gras, also Grasbahn wohl machen oder Heuballen, mal schauen halt. Ja, genau. Und dann halt wieder noch säen und hier auch nochmal düngen und ja, von daher. Bisschen haben wir ja noch. Ja, genau, das kriegen wir schon hin. Ne, gut, okay, weiß ich Bescheid. Ich versuche mein Glück, dass ich mal irgendwann vorbeikomme. Vielleicht am nächsten Morgen soll's. Wenn jetzt nicht irgendwer irgendwas noch möchte, sollte das klappen. Ne, okay, passt. Okay. Jo, danke, ciao. Tschüss. Gut, wir bestellen Moin, Schröder, Stadt Ellerbach. Grüß Gott, ich wollte jetzt nochmal fragen wegen dem Maisfeld, ob man was damit jetzt ist. Bei mir täte halt sonst jetzt go ziellos zu machen. Wegen dem Maisfeld, da melden Sie sich bitte beim Herrn Grüger, der wollte sich eh melden. Da hatten wir gerade ein Gespräch drüber, der wollte sich eh melden. Also da können Sie sich gerne mal melden bei dem. Ja, mach ich. Okay, dankeschön. Tschüss. Gut. Dann haben wir die zwei Sachen bestellt. Bom bam bom bam. Wir wollen betonieren. Und sonst, der Drescher ist da. Ah ja, genau. Wir können noch eben wir könnten eben gucken, dass wir den nochmal umrüsten. Weil da können wir ja eben noch mal ein Gewicht drauf machen oder so. Weil das wäre ja gar nicht verkehrt. So. Weil dann machen wir da noch mal ein Gewicht drauf, dann fährt der sich auch ein bisschen besser. Ach! Naja, Gewicht können wir drauf machen. Wir können das Gewicht aber mal bestellen. Muss man auch mal gucken. Es muss ja dann... genau, hier ist diese Gewicht, diese Unimog-Ladefläche. Die können wir ja mal kaufen, dann ist die schon mal da. Wir müssen den eh nochmal umrüsten. Aber gut, ach fuck, ich habe da jetzt nicht mehr dran gedacht. Okay. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass wir ja, Schließungszeiten haben, automatische. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas geplant? Ich weiß, dass wir das betonieren sollten. Das haben wir. Winterdienst wurde geklärt. Bam, bam. Eigentlich sonst nichts. Wir müssen bleibt mal noch gucken wegen Feldermulchen bzw. Straßenmulchen. Das kann auch was geben, aber sonst ist erstmal nicht geplant. Das
Mais wird geklärt. Gut, dann machen wir mal Feierabend, würde ich sagen, hier. Kann da noch mal gucken. Gut, also das funktioniert. So gut, dann machen wir hier Feierabend, würde ich sagen. Machen hier mal Tore zu. Das Auto können wir noch drin fahren. Den Anhänger können wir stehen lassen. Den rein hier und dann passt das. Gut. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal fertig. Hier drüben steht unser anderes Fahrzeug. Das kann ja da stehen bleiben. Ja. So, einmal dicht. Zweimal dicht. Gut. Dann haben wir Feierabend, würde ich sagen. Wir sind für Sie morgen um 7 Uhr. Gut, dann haben wir das. Schade, dass wir da vorne nicht reinkommen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, weil sonst hätte man das noch umändern können. Ja, machen wir mal einen gemütlichen Abendspaziergang. Ja. Dann laufen wir eben zum Jonas noch hochkommen. So. Wo ist er denn zugange? Da vorne. Moin. Moin. Du, soll ich den Drescher nochmal zurückfahren oder brauchen wir den noch? Wir müssen noch die Sojabohnen machen. Ah, okay, das weil ich... Das ist so jetzt mein Problem, weißt du? Klar, wir haben den MB-Truck oben. Sicher. Aber die... Aber dann kannst du ihn wieder abholen, weißt du? Ja. Das ist jetzt so, wo ich denke, das ist jetzt scheiße, das ist halt Hinfahrerei und so. Na, bin gerade am überlegen, weil ich weiß, dass der... Herr Eber seinen Drescher am ersten Herbsttag braucht. Okay, nee, dann wenn du halt Zeit hast. Ja, ich hab Zeit, deswegen. Ich hab grad Feierabend gemacht, ich hab grad nichts mehr auf der Liste. Nee, dann wenn du Zeit hast, fahren zurück. Ja, mach ich. Dann kannst du den MB-Truck auch direkt wieder mitholen. Ja, kann ich machen. Dann müssen wir halt gucken, wann wir irgendwie wieder Dreschermäßig irgendwie was bekommen und so. Dann Maschinenring. Ja. Hattest du dich bei denen schon gemeldet, weil die haben mich angerufen? Wegen was haben die angerufen? Wegen dem Mais. Ich habe mit dem Kopf Eber oder so geredet. Der hat eben angerufen. Eber? Eber, das war der, wo wir einen Drescher hier haben. Das war so einer von, so ein Bayerischer oder? Ja, dann der Herr Keugeld. Ja, genau. Und der ist glaube vom Maschinenring, ne? Ja, genau. Ja, der meldet sich aber nochmal, wegen, weil ich muss abfahren, aber ich habe ein bisschen mehr rausgeschlagen auch an Zaster. Jo, das passt ja. Aber der ist dann auch verantwortlich für den Drescher. Vielleicht können die ja irgendwie ernten mal unser Feld oder so.
Ja, genau, vielleicht kann man halt irgendwie verrechnen und sowas. Also, Ja, genau. mit Ausleihen, das Rechnen kann man ja allein machen, wenn Ja. da passt. Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und bis dahin. Tschüss. Ja.